Dann erkläre ich jetzt mal den Wizard, wie ich über vier Punkte Projekte erstelle und die Verbindung zu einer Antenne herstelle. Als nächstes sagt er uns, ob wir ein neues Projekt anlegen möchten oder ein weiteres fortführen möchten. Ich habe jetzt das Projekt A44 Baunatal noch laufen, kann aber genauso gut aus einer Liste neue Projekte auswählen oder über Hinzufügen ein Projekt neu erstellen. Im nächsten Modus möchte ich eine Verbindung eingehen mit einer GPS-Antenne. Dazu wähle ich jetzt eine FGS1, die noch nicht verbunden ist mit unserem System, und suche jetzt hier erstmal via Bluetooth. Suche Empfänger. Und hier wird sie schon angezeigt. Die Kopplung wird jetzt bereitgestellt. Dies kann kurz dauern. Und im Arbeitsmodus kann ich jetzt festlegen, soll die Antenne als Rover laufen oder soll diese als Basis laufen. Wir wählen weiter als Rover, bestätigen den Zugang und wir verbinden uns wieder mit dem Korrekturdienst SAPOS. So, die Verbindung ist geglückt und final fragen uns die Software jetzt, möchten wir eine Topovermessung machen, einen Punkt abstecken oder eine Linie abstecken. So, wir sehen schon, wir haben ein fixes Signal, wir haben die Höhe, wir haben die Anzahl der Satelliten, wir haben die Genauigkeit und können jetzt unsere Vermessung fortführen. Ich schalte mir jetzt noch die Hintergrundkarte mit dazu. Diese wird dann nach kurzem Aufbau hinzugefügt. Diese ist immer so ein bisschen abhängig von der Internetverbindung vor Ort.